Dein Glück, dass ich vorbeikam. Eine Sekunde später und der Sägezahn hätte dich erwischt. Ich hatte noch eine halbe, um ihn selbst zu erledigen. Dann bist du Kriegsherrin Sona? Val hat mich zu dir geschickt. Wie ging es am Tor? Es hielt, bestens. Er hat selbst eine Maschine tapfer erschlagen. Er sorgt sich um dich. Unser Stamm braucht Stärke, keine Gefühle. Ich habe einige der Mörder bei der Erprobung gesehen. Ich will Rache. Du auch? Zeig es mir. Leih mir deine Kraft. Komm mit. Auf der anderen Seite dieses Bergs graben unsere Feinde Maschinen aus der Erde. Die Sünden der Alten sind doch begraben. Verderber-Dämonen. So einen habe ich zur Strecke gebracht. Bei Mutters Wacht. Gewagte Behauptung. Ich hoffe, du wirst dir gerecht. Vor Stunden haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an. Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zorn auf unserer Seite. Vielleicht haben wir mehr. Wie das? Das ist Lohe. Wir verbrennen es, sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann? Bumm. Dann lasst uns beginnen. Wow, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken, feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. Daneben!
Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Es ist nicht vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt, viele mehr. Wenn es sein muss, jage ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Spät. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Niemand zweifelt an deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat recht, Kriegsherrin. Gib deinen Wunden Zeit zum Heilen. Val, was machst du denn hier? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. Das habe ich auch. Bis dein Bote kam, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier, bei dir, für die Vergeltung. Das ist man mir schuldig. Ich könnte mich hier... Tu, was du willst. Mutter. Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende. Ein Lohe-Vorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert... Ich hab etwas. Verdammt. Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleit. Der Ort ist verboten. Ich werde zu den Erzmüttern gehen. Eine Ausnahme erbitten. Wir haben keine Zeit dafür. Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Blasphemie! Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu. Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suchersegen uns beschützen. Ich sende Späher voraus. Wir werden uns am Felsen über dem Roten Echo treffen und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Bis später. Was Vorrat? Nützlich für eine alte Rezeptur. So viel.
geht zum Thema Sicherheit. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Thank you.
hält sich. Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht manchmal, wie es ausgesehen hat, als die Alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ich hörte davon. Kriegsherrin. Unsere Späher haben Lager in den Ruinen gefunden, die den Eingang zum Metallring sichern. Gut, fangen wir mit diesen Lagern an. So schlagen Sie keinen Alarm. In Ordnung. Zerstören wir die Lager. Dann können wir unsere Feinde im Metallring überraschen. Ich schalte den Alarm aus. Wir senden zu jedem Lager Krieger aus, als Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie. Krieger, es ist Zeit. Zeit zu kämpfen. Zeit zu töten. Vielleicht Zeit zu sterben. Wir sammeln uns dort am Fuß des höchsten Turmes. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Dann kennen wir uns jetzt ja. Vision. Übernehme ich. Für die Göttin.
Die Jagd ist vorbei. Keine Verstärkung. Ja. Du kannst dich vor uns in Schatten, führe mich! Niemand verschwindet einfach so spurlos. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Yeah!
dabei. Und eine hiervon. Mit den Lagern lief es gut. Und jetzt zum Metallring. Seine hohen Wälle schützen den Feind. Wir müssen dort hinauf, wenn wir entdeckt werden unter Beschuss. Ich habe eine andere Idee. Ihre Basis hat eine Schwäche. Schickt mich alleine vor, dann nutze ich sie aus. Wenn ich es schaffe, reiße ich ein so großes Loch in diese Mauern, dass der komplette Kriegstrupp reinstürmen kann. Das klingt nicht schlecht, solange ich mit dir komme. Eine Kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche Einsatzbereitschaft. Ja, Val, du kannst mit Aloy gehen, aber sei wachsam. Ja, Kriegsherrin. Versprochen. Geht jetzt. Wir warten auf euer Signal. Du hast einen Plan, oder? Du bist mir doch sogar in die Ruinen gefolgt. Ich dachte, du vertraust mir. Ja, doch. Aber woher weißt du, dass ihre Basis eine Schwäche hat? Geduld, Val. Du wirst es gleich sehen. Nimm meine Hand. Ich hätte mal fast einen Arm. Nimm du den da rechts. Jetzt holen sie uns das Sonnenreich zurück. Da hoch.
du den linken. Da. Siehst du den Unterstand? Siehst du die Verderber? Konzentrier dich, Val. Dort ist lauter Lohe drin. Ein riesiger Vorrat. Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wall einstürzen. Das schlägt eine Bresche für die Nora. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran. Ich mache das. Du gehst zurück. Erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen. Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Ich muss schnell zu der Lohe. In Deckung, sonst... Von hier aus müsste ich die Lohe treffen können. Nicht her! Come on.
Urmutter, siehe unseren Triumph. Die Blutschuld ist bezahlt. Ein denkwürdiger Tag, tapfere Nora. Dein Wort in Urmutters Ohr. Ja, denk daran. Macht euch zum Aufbruch bereit. Lasst eure Speere und Pfeile in den Leichen der Gefallenen stecken. Sie sind verdorben, wie die Ruinen.